Hallo. Ja, jetzt möchte ich dir kurz erzählen, weil ich immer wieder auf das Thema komme, und zwar auf die Angst. Was ist Angst? Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Und zwar, wie kannst du dir das am besten vorstellen, wenn du in eine Angstschwingung hineinkommst? Erstens einmal fühlst du dich sehr beengt, du wirst es merken, wie sich deine Muskeln zusammenziehen, wie du einfach deine Körperhaltung in eine Enge bringst. Und das andere ist, dass du von deinen Gedanken her einfach negative Gedanken haben wirst. In dem Moment bist du nicht in deiner Liebe, in deiner Selbstliebe. Und das Erste ist natürlich immer, dass wir auch unserem Verstand Futter geben und uns das bewusst machen. Also Liebe an sich hat kein Gegenteil. Also Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern Liebe und Angst, wenn man das betrachtet, dann kann ich sagen, wenn ich in Angst bin, dann ist einfach in dem Moment der Zugang zu mir, der Zugang zu meiner Liebe, die ich immer in mir trage, blockiert oder nicht frei. Das ist einmal wichtig, dass du dir das bewusst machst. Ja? Dem Moment, wo du in eine Angstschwingung kommst, dass du einfach dich darin übst, dass du dann tief einatmest und diese Enge in dir, ja, weil sich ja der ganze Brustkorb, alles einfach zusammenzieht, dass du einfach durch dein Atmen da hineinatmest und da einfach eine Weite hineinbringst. Das ist einmal eines, was du tun kannst. Und das Zweite ist das, dass du darauf achtest, dass du einfach von dieser niedrigen Schwingung wieder in eine höhere Schwingung kommst. Ja? Also Angst ist ganz nieder, ganz oben ist die Liebe. Und was kannst du als Zweites tun? Also wenn du mal schon eingeatmet hast, du kannst lächeln. Lächeln bewirkt, dass du einfach positive Gedanken hast, auch wenn es dir in dem Moment nicht danach ist. Du kannst es trotzdem tun. Und das Dritte ist einfach, dass du dich verbindest mit der Liebesschwingung. Dass du zum Beispiel sagst laut, ich gehe jetzt in die Verbindung mit der Liebe. Ein weiterer Schritt wäre, dass du sagst, ich bin Liebe. Und wenn du das kontinuierlich wiederholst, dann wirst du merken, dass deine Schwingung sich verändert, dass sich dein Zustand verändert und dass es dir langsam besser geht. Es kann einmal sein, dass es sehr rasch geht, es kann aber auch sein, dass du das mehrere Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde machen kannst oder musst, damit du eine Veränderung bemerkst. Wichtig, und dazu möchte ich dich anregen, auch wenn du es in dem Moment noch nicht fühlst, durch deine Worte, die ja Schwingung haben, und durch dein Lächeln und durch dein Atmen wirst du eine Veränderung bemerken. Dazu lade ich dich ein, probier es einfach aus. Viel Freude!